Dobro jutro und herzlich willkommen aus der Hauptstadt von Bosnien, Sarajevo, Freunde. Heute, meine verehrten Zuschauer, machen wir eine sehr stramme Foodtour. Ich habe den Kollegen hier gestern aus Zufall getroffen. Ja. Stell dich vor, erstmal hallo. Hallo. Und stell dich vor. Ich bin der Meldin, ich komme aus Frankfurt, bin 29 Jahre alt und bin aktuell auch gerade in meiner Heimatstadt Sarajevo. Wir leben in Frankfurt. Ja, genau. Beziehungsweise ich lebe jetzt nicht direkt in Frankfurt, ja. Aber ich bin öfters in Frankfurt wie in Sarajevo, aber genau. Ich treffe hier einen Zuschauer genau. Von mir. Das kam genau richtig, weil ich wollte so oder so genau. Hier eine Foodtour drehen, ne? Und optimal, dann haben wir direkt hier, damit die Bosnier auch nicht böse auf mich sind, ne? Sagen, Yusuf, was zeigst du? Hier, ich habe einen von euch dabei. Genau. Ich würde mal sagen, ich habe Hunger, ja. Du auch? Aber hallo. Heute gibt es alles, was das bosnische Herz begehrt, so von Cevape, dann machen wir Börek. Dann essen wir schön Baklava, bosnische Baklava. Wir gucken dann, was für ein Unterschied zu türkischer Baklava da ist, ob es ein ja. Unterschied da ist. Ich mal gucken, ich bin selber auch sehr gespannt. Ich muss aber sagen, mein Freund, sehr viel, man merkt schon hier, Osmanische Reich war da. Genau, die haben uns mal vor ein paar hundert Jahren besucht hier auf jeden Fall. Ja, also man merkt extrem, also ich fühle mich schon ein bisschen so klein Istanbul auch. Genau, auf jeden Fall, ja klar. Aber es hat schon so einen schönen türkischen Touch hier. Ja, aber das macht die Stadt aus. Das macht die aus. Ich würde mal sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit der Foodtour original aus Sarajevo, meine verehrten Zuschauer. Wo gehen wir als erstes hin, mein Freund? Also als erstes gehen wir jetzt zur Cevapcinca Željo 3. Das ist eine Cevapcinca, die ist von einem Fußballclub, FK Željeznica, damals gegründet worden. Und der bekannteste Laden für Cevape in Bosnien, also in Sarajevo. Alles klar. Dann bin ich mal gespannt, was der so kann. So, Freunde, dann gucken wir mal, was der so kann. Hallo. Ja, schönes, schlichtes Restaurant, ganz entspannt. Ja. Die Karte sehr trocken, sehr schlicht gehalten. Weißt du, was ich auch gemerkt habe? Euer Geld. Ja, ist trocken. Sieht aus wie Spielgeld. Ja, es fühlt sich auch so an. Ich schwöre dir, mein Gott, einfach so trocken, da steht eine 10 drauf. Ja. Also hier haben wir, hast du gesagt, Joghurt heißt das. Genau, das heißt Joghurt. Und also so euer bosnischer Ayran? Genau, bosnischer Ayran. Der Unterschied ist aber, dass er viel dickflüssiger ist. Und im Gegensatz zum Ayran hat er auch, halt auch keinen klassischen Schaum, so wie man es kennt. Schmeckt gar nicht wie Ayran. Gar nicht, ne? Geht eher in Richtung deutscher Joghurt. Aber Cevapcici sagt man in Griechenland, oder? Nee, Cevapcici ist quasi, das ja, sagt man in Deutschland. Also ach so, hier, Cevape sagt man hier. Ja, genau, Cevape ist auch, also das kommt ja von hier. Das ist jetzt hier original bosnische Cevapcici. Cevapcici in Deutsch. Also Cevape auf Bosnisch. Cevape auf Bosnisch. Check mal ab, Leute. Sehr heiße Geschichte hier. Ja. Sehr, sehr warm. So Leute, das Essen ist da. Wir haben hier einmal Cevape mit Kaimak. Mit Kaimak, das ist so wie Schmand und Zwiebeln. Und natürlich Brot. Unser klassisches Pita. Okay. Für mich, ich habe es ihm auch eben gerade gesagt, richtiges Männeressen, Leute. Original, Fleisch, also sehr bam, bam, bam. Genau. Ja, gefällt mir wie die Karte, trocken. Genau, trocken. Würde ich mal sagen, wir probieren das Ganze. Du weißt ja schon, wie das schmeckt. Ja. Erstmal das Fleisch roh probieren, ohne den Kaimak, weil sonst verfälscht du den Geschmack. Echt? Du musst den wirklich den erstmal mal einmal so reinbeißen und mal so probieren. Dass du wirklich mal so einen Geschmack hast. Bruder. Feierabend, oder? Da ist viel Wucht. Da ist Wucht. Da ist Wucht und Power drin. Boah. Und das nicht versalzt. Ich merke das schon seit gestern hier. Ja. Die würzen so krass das Fleisch hier. Man denkt sich erstmal so, locker Hackfleisch oder ich weiß nicht genau, was sie da alles reingemacht haben, aber. Oder ich sag dir nur, das ist bei jedem Laden anders. Jeder hat sein eigenes Geheimnis. Okay. Das ist ein familiär, also traditionelles Rezept, was auch niemals preisgegeben wird. Es schmeckt anders wie normales Hackfleisch, was man so kennt. So. Leute, ich mache jetzt mal mir so einen kleinen Döner. Ich mache mir so einen kleinen Kebab draus. Okay. Ich mache hier ein bisschen Fleisch, ein bisschen alles und dann das Brot ist auch krass. Ne? Das ist schön fluffig, schön soft. Eigen. Pita nennt ihr das? Genau, Pita. Dann machen wir das hier rein. Mache ich ein bisschen Hackfleisch. Ich mache auch Zwiebeln. Hier machen wir ein bisschen Zwiebeln, laden wir auf. Bam, bam. Kaimak nicht vergessen. Und natürlich auch Kaimak hier. Krank. Oh, oh. Schlicht effektiv.
geht direkt rein. Bruder, der Puls geht direkt hoch. Also die Pita wird nicht nochmal irgendwie in irgendeinen Toaster reingesteckt oder sonst irgendwas, sondern das wird direkt alles vom Grill zusammen gemacht und deswegen gibt es diesen Effekt. Ein Röster am Rum. Genau, genau, auch schon nach diesem Fleisch ein bisschen schmeckt. So Bruder, zieh weg. Bruder, mach ich den so rein. Da wird auch gar nicht lange mit dem heißen Brei geredet, sondern und Bismillah und rein damit. Jawohl. Ah, was sagt der Bosnier? Feierabend. 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 Ja. Ich muss schon sagen, das Fleisch ist brutal gewürzt. Du merkst es schon von der Konsistenz. Guck mal, wenn ich hier reindrücke, ja. wie Butter. Einfach auch perfekt angebraten und einfach nur perfekte Zeit rausgeholt. Ja. Wie ein gutes Steak. Nicht zu roh, nicht zu viel, perfekt. Außen krustig, innen fluffig. So Bruder, ich muss sagen, diese Cevape auf Deutsch Cevapcici war überragend. Ja. Überragende Geschichte, Leute. Wenn ihr mal nach Sarajevo kommt, kann ich euch auf jeden Fall diese Cevape hier empfehlen. Einfach nur heftige Geschichte. Wo gehen wir als nächstes hin? Jetzt gehen wir zu einem alten Mann, der heißt Hussein. Der hat einen Teeladen mit über 150 Teesorten und ist einer der bekanntesten Leute hier in Sarajevo und eine große Persönlichkeit. Und jetzt gehen wir ihn besuchen und gehen bei ihm Tee trinken. Ja, yeah, Leute, heute gibt es kein McDonald's, heute gibt es Mac Cevape, sahbi. Jawohl. Merhaba, merhaba. Aha. Hey, Salam alaikum. My name is Hussein. How are you? Alhamdulillah. Hallo. Hallo. Yes. Das ist einer der bekanntesten Leute hier in Sarajevo. Also immer wenn ich hier bin, bin ich bei ihm. Der hat diesen Teeladen hier selbst aufgebaut. Das ist sein Elternhaus von vor hunderten von Jahren. Haben seine Eltern ihm das Haus hier übergeben. Und er hat hier daraus so einen schönen Teeladen gemacht. Das Besondere an ihm ist, dass er sehr gastfreundlich ist. Dass er die Leute immer schön begrüßt. Und dass die Leute sich hier sehr wohlfühlen. Und hier teilweise manchmal Stunden, mehrere Stunden verbringen. Und es hier nie langweilig ist. Und der Giblo immer einen netten Rat parat hat. Und die Leute immer sehr schön berät in allen Lebenslagen. Und er ist wirklich wie so eine Figur für Sarajevo, für jeden jungen Kerl, der irgendwie gerade mal Probleme hat. Er kann ja auch Deutsch. Der kann auch Deutsch, ja, tatsächlich. Warum sagst du mir das nicht? Ich wusste es, ich wusste es bis jetzt. Du bist Bombe, du bist brutal. Ich weißt du? Ich wusste das ehrlich gesagt auch nicht, Leute. Das sage ich jetzt auch zum ersten Mal. Ich will gar nicht wissen, wie viele deutsche Gespräche er schon mit mir mitgelauscht hat. Wahrscheinlich, ja. Und wo kannst du Deutsch? Hat Leben in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, aber schon lange Jahre. Schon lange, ja. So 15, 20 Jahre vorher. Was haben wir hier? Diese ist Scherbe. Scherbe ist gemacht mit Zimt, Honig, Nelken und Zitrone. Bismillah. Geschmack? Boah, das ist ja ganz anderes. Ja. Das ist ein ganz anderer Geschmack. Ja, das ist ein ottomanischer. Das ist komplett was anderes, habe ich noch nie getrunken. Oder? Ja. Das haben die Leute früher als Ersatz für Zucker benutzt. Hm. Das war das Willkommen. Schmeckt gut, Alter. Aber jetzt geht es noch weiter. Jetzt geht's noch weiter. Jetzt kommen noch ganz viele andere Spezialitäten. Tri Salepa. Salepa. Ja, der Tosnium. Boah, jetzt kriegst du eine Geschmacksexplosion. Aber was für eine. Hast du schon mal Chai Latte probiert? Habe ich schon mal probiert. Ich finde, das schmeckt, erinnert so ein bisschen daran. Chai Latte? An Chai Latte. Chai Latte, okay. Ja, okay. Ein bisschen Ein ottomanischer Drink. Ottomani, diese Salep hat gelassen ein Symbol für Sarajevo. Aha. Und Salep trinken in Sarajevo, Türkei und Saudi-Arabien. Also in ganz Bosnien kein Salep, nur Sarajevo. Jetzt probieren wir mal Salep. Ich bin sehr gespannt. Okay. Ey, was machst du mit mir? Erstmal Cevap und dann das. Krass, gell? Bomb, Bruder.
krass. Das ist nicht wie Honig mit Milch, das ist viel besser wie Honig. Sag ich doch, das ist diese Steigerung. Sehr, sehr schöne Sache. Sehr intensiv. Ne? Sehr intensiv, neuer Geschmack, frischer Geschmack. Auch nicht zu warm, perfekt. Hier, die Katze habe ich auseinandergenommen. Ja, die Katze, werde ich nicht mehr los. Ich werde das Löcher, aber ich, hey, Bruder, mach mal. Oh, guck mal, wie üblich. Kannst du mir den Jacke hier anziehen? Egal, kommst du einmal. Vielen Dank. Shukran, Shukran. Shukran, Habibi. Very good. Merci, merci beaucoup. Ein sehr guter Gastgeber, Leute. Kommt auf jeden Fall nach Sarajevo zu dem Kollegen hier. So, mein Freund, jetzt haben wir schön was Milchiges getrunken. Ja. Schön, ja. So ein Chai Latte, würde ich den jetzt einfach mal nennen. War sehr, sehr gut. Ja. Der Mann sehr herzlich. Allgemein bis jetzt meine Eindrücke von Sarajevo. Sehr herzliche Menschen, sehr höfliche Menschen, sehr nette Menschen. Gastfreundlich. Übertrieben, übertrieben. Und jetzt als nächstes gehen wir wohin, mein Bester? Als jetzt gehen wir zum Sač. Das ist quasi unsere Spezialität von Burek. Okay. Da gibt es verschiedene Burek-Sorten mit Käse, mit Fleisch, mit Hähnchen. Und das ist so eine spezielle Art. Da wird quasi so eine Tepsia, da wird das so drin gemacht. Das kommt in so einen Holzofen, so ganz, ganz alter Holzofen. Und dann bekommt das so einen speziellen Geschmack. Für uns Bosnier ist das wirklich ein Gericht, damit hat man seine Kinder großgezogen. So, das, okay. ist so wirklich Tradition. Wir sind jetzt angekommen, Leute. Ja. Ich merke hier sehr schlichte Karte wieder. Wieder ganz einfach gehalten. Das zieht sich durch ganz Sarajevo. Durch ganz Sarajevo. Ich mag das. Ja, das ist bam, 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 bam. Einfach, schnell. Da lacht er. Sehr einfach. Die zeigen uns jetzt, wie die hier Börek machen. Check mal ab. Oh, yo, hier ist ja sehr heiß. Ja, oh, nee, hier ist sehr, sehr heiß. Der Kollege macht das hier. Check mal ab. Oh. Da ist die Kuh. Oh, oh, oh. Sehr, sehr heiße Nummer hier, Leute. Also, der Börek ist da, seht ihr das? Und oben drüber kommt Kohle und von unten kommt Kohle. Das ist sehr, sehr interessant. Okay, die Zubereitung ist sehr speziell. Der kann nicht so lange hier arbeiten, der Kollege, oder? Ja. Im Sommer ist die Katastrophe. Katastrophe? Ich soll es jetzt machen, Leute. Die haben mir gesagt, hier, komm, mach du. Thank you. Prevedimo da... My friend. Ja, malo da ospavam jedan sat. Ja, er würde gerne ein bisschen schlafen, dass du jetzt mal eine Stunde hier übernimmst, Jose. Was hältst du davon? Kein Problem. No problem. What I make? So. Oh, was ist? Wohin? Oh, wow, wow, wow. Okay, das ist die fertige Pita. Check mal. Wie sie aussieht. Mega. Aber heiß, ey. Sehr heiß, ne? Ja, besser wird erstmal. Au! Guck mal, wie schön. Wie schön die das hier machen. Wahnsinn. Sto je vani hladno. Wahnsinn, Wahnsinn. Mach an. Ja, oh. Mach an. Doch. Wieder, hier. Ja, einfach rausziehen. Aber na, geht nicht. Ja. Bist du verrückt? Ich mach. Hier, Freunde, hier ist zu heiß. Ja. Und was hältst du von deinem neuen Job, Yusuf? Bruder. Ja, kannst du das machen? Respekt, Respekt, ey. Respekt. Ja. Großer Respekt. Das ist ein sehr harter Job. Ich danke dir, Respekt. Ja, für dich, Bruder. Hier geht das da noch. Aber sag doch immer noch. Deswegen hat er Bizeps. Ich sehe. Yusuf. Ich sehe. Vielleicht solltest du mal deine Zuschauer hierher schicken zum Trainieren. Meinst du? Ja. Aber da muss man sehr, sehr harte Nummer, Leute, auf jeden Fall. Also, was ist das jetzt hier? Das ist jetzt Burek, das ist mit Hackfleisch. Das ist mit Hackfleisch. Das ist, mit Hackfleisch. Das ist Burek mit Hackfleisch. Das ist Selesa, das ist mit Spinat und Käse. Spinat und Käse, genau. Und das hier? Und das ist mit, Käse, nur Käse. Schauen wir mal. Zack. Das ist Joghurtsoße, gell? Genau, das ist Joghurtsoße, ja. Ihr liebt die Joghurtsoße hier? Ja, ohne Joghurt gibt gar nichts. Okay, machen wir mal. Bismillah. Also, das schmeckt gut, aber mir schmeckt Cevapcevap besser. Ja. Ja, ja, das ist wieder Geschmack. Also, ich sag so, das schmeckt mir gut, aber ja. Cevap ist nochmal andere Liga. Genau. Der Kollege sagt gerade, das ist wie Tag und Nacht. Und ja. Aber es ist ja eine Spezialität. Genau. Ja. Genau. Schmeckt aber gut, ist eine schöne Alternative. Genau. Hier, der Börek ist mir ein bisschen salzig. Der so. Käse. Käse. Genau, das ist der Käse. Okay. Der Käse schmeckt mir besser wieder. Ja. Das sagt aber komischerweise sehr viele Leute. Der schmeckt besser. Das ist wirklich ein Phänomen. Ja? Es gibt mehr Leute, die Käse feiern, als die Fleisch feiern. Mein absoluter Favorite. Kartoffel. Ja. Kartoffel ist eine runde Sache, könnte passen.
Mal ohne Soße, ich will mal ohne Soße. Genau, probier mal ohne Soße. Der ist für mich am besten. Das schmeckt gut, keine Frage, aber es ist jetzt nicht so wow. Jetzt, kein Geschmacksorgasmus. Ja, genau. So. Jetzt bei Cevapo war bei mir dieses Geschmacksknospen sind so aufgeblüht. Ja. Ich kann mir das gut auch als, wenn man arbeitet und sowas. Genau, genau, kann man schnell packen. Genau, wenn man so eine Pause hat, schön mit den Arbeitskollegen, das Essen kommt genau, sehr gut. Genau. So warm kann man schnell essen, so genau. Entspannt. Ja. Ist so ein Daily, Daily. Ess du dein Ding, probier. So, Bismillah. Schon geil. Ja. Also, ich mach das, wenn es unten so, so kross ist. Okay. Probier mal den Kartoffel. Also, dann gehen wir jetzt zu Krompiruša. Die Bosnier unter euch werden schon wissen. Mein Favorite. Ja? Ja. Mir gefällt es, dass du nicht an den Zutaten sparst. Oft bist du irgendwo und da wird immer an den Zutaten gespart. Und hier ist es wirklich. Das muss ich schon sagen. Das ist wirklich krass hier. Die machen hier Portionen, die sind unnormal. Wahnsinn. In Bosnien. Wahnsinn. Unnormal. Wahnsinn. Also egal. Dreifache wie Deutschland. Dreifache Portion wie Deutschland. Ganz klar. Das ist Wahnsinn. Also du kommst, egal wo du hingehst, du hast immer das Gefühl, du bekommst was für dein Geld. Richtig. Als nächstes trinken wir jetzt einen schönen bosnischen Kaffee und dazu noch bosnische Baklava. Ganz wichtig, bosnische Baklava. Bosnische Baklava, die soll anders sein wie türkische, hast du gesagt? Genau, genau. Okay, und ich bin sehr gespannt. Ja. Auch beim Kaffee bin ich sehr gespannt, was der kann. Hast du da irgendwas zu sagen oder so? Nein, einfach nur jetzt reingehen, genießen und... Das war's, ja. Das war's. Okay, ich bin dann gespannt, Leute. Die haben auch Schokoladenbaklava. Ja? Oh, da kommt schon Essen. Essen kommt schon on fleek. Okay, okay. Bruder, wo sind wir hier? Also, wir sind jetzt hier in Baden auf der Bastarcia. Das ist so ein bekanntes Restaurant, was so Süßwaren angeht. Hier gibt es die traditionelle bosnische Baklava. Das ist die hier. Mit dem Rezept, was schon über 100 Jahre alt ist. Das ist türkische Baklava. Das ist türkische Baklava? Das ist bosnische Baklava. Das ist bosnisch. Ich habe jetzt extra beides geholt, dass du dann auch wirklich einen direkten Vergleich hast. Okay, und das ist, wie nennt man das? Das ist Tulumbe. Tulumbe? Tulumbe, das ist Trileci. Trileci. Und das sind so Süßwaren vom Haus. Das sind so typische Kekse, bosnische. Bosnische Kekse. Okay, Habibi. Habibi, jetzt sind wir... Kaffee also ist jetzt hier, auch gekommen. Der Kaffee ist jetzt auch da. Du hast jetzt hier einen traditionellen bosnischen Kaffee. Der wird immer so serviert. Ich probiere jetzt einfach mal den bosnischen Baklava. Genau. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe auch schon Walnuss-Baklava bei den Türken in Deutschland gegessen. Ja. Also mit Walnuss habe ich schon mal gegessen. Okay, aber halt noch nie so. Noch nie so, nee. Also ich war ja noch nie hier. Das ist ein Markenzeichen, wenn du das gut trennen lässt oder dass du ein Messer brauchst. Okay. Das ist jetzt mit Walnuss, nicht mit Pistazie, Walnuss, Blätterteig, Honig. Genau. Und Zitronensirup. Zitronensirup. Ja. Der schmeckt richtig gut. Eine sehr leckere Geschichte. Mit Nuss und Süß kriegst du mich sowieso. Ja, und da ist noch Zitronensirup dabei. Okay. Von der Zitrone aus. Der schmeckt brutal. Sehr, sehr lecker. Sehr lecker. Aber komplett anders wie in Türkei, ne? Normaler türkischer Baklava. Baklava, ja. Türkischer Baklava schmeckt auch krass, aber anders krass. Ja, kannst du gar nicht vergleichen. Ich finde, das kann man nicht vergleichen. Richtig. Das kann man überhaupt. Also, kann man nicht vergleichen, nee. Ich bin auch Fan von beiden, um ehrlich zu sein. Es kommt immer auf den Tag an, worauf ich mehr Lust habe. Ob ich jetzt mehr Pistazien mag oder mehr Walnuss mag. Den türkischen, da muss ich ja nicht viel dazu sagen. Das ist ja. Aber der sieht ja auch aus wie in Deutschland, der bei den Türken. Genau, 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 genau. Ist genau dasselbe, ja? 1:1. Ja. Ich finde, der türkische Baklava kickt mich auch übertrieben. Sehr pistazienhaltig. Also, wie gesagt, schon wieder das gleiche wie vorhin. Die sparen einfach nicht an den Zutaten. Nein. Das ist so krass. Guck mal hier. Wahnsinn. Wie in Türkei. Mega. Original. Würde ich mal sagen, warte mal, das heben wir uns zum Ende auf. Okay, dann machen wir Kaffee. Dann machen wir jetzt erstmal Kaffee. Und mit dem Kaffee kannst du natürlich auch die Tulumbe hier probieren. Das ist eine auch sehr alte, traditionelle bosnische Spezialität. Okay. Ja, das wird auch oft serviert, wenn Leute zu Besuch kommen. Dann wird es oft und an Bayram. Okay, machen wir erstmal diesen Kaffee. Also einfach hier reinschütten, gell? Genau, einfach reinschütten. Sieht richtig schön aus. Ja, richtig so. Mega sieht das aus. Also ich finde, das sieht so... So, dann gucken wir mal, so sieht der aus, Leute. Zucker muss ich nicht reinmachen. Genau, nein, du nimmst außer eine. Du magst es sehr süß. Außer dann machst du so einen Tropfen Zucker abbeißen und dann mit Kaffee nachgießen. Genau. Nein, ich mach das jetzt einfach so auf entspannt trocken. Ja, trocken? Entspannt. Okay. Der hat was.
Ich würde ja gerne probieren, aber ich trinke keinen Kaffee, nur dass du Bescheid weißt. Der schmeckt gut. Der schmeckt wirklich gut. Der ist sehr, sehr stark, so Espresso, aber anders da ein bisschen. Ja. Anders. Der hat so seinen eigenen Flair. Soll ich jetzt noch das? Ich bin schon so rappelvoll, Leute. Ja, also die zwei Sachen musst du auf jeden Fall noch probieren. Da müssen wir jetzt zusammen gemeinsam durch. Und zwar probierst du jetzt einmal. Oder kann ich das als erstes probieren? Weil ich glaube, der hier sieht sehr, sehr süß aus. Okay. Dann probiere ich erstmal das und dann das. Können wir gerne so machen. Das ist der sogenannte Trilici Collage. Das ist ein. Auf Milchbasis. Also auf Milchbasis. Oh, mit Karamell. Das habe ich noch nie gehabt, ey. Und das ist wirklich, also Geschmack. Ich glaube, das gibt es auch bei den Türken. Echt? Ja. Das ist sehr schön. Bruder, ich habe hier Geschmäcker im Mund in Bosnien. Die hatte ich noch nicht im Mund, das muss man mal ganz klar sagen, Leute. Ich schwöre dir. Krass, ne? Weil es so viele Vielfalt, so viel Vielfalt gibt es auf der Welt, verehrte Zuschauer. Ja. Das ist unglaublich. Ja. Das ist wieder vom Geschmack her was komplett anderes. Auch wieder sehr luftig. Sehr fluffig, sehr locker. Das geht sehr, sehr schön. Ist nicht zu süß, geht leicht runter, ne? Überhaupt nicht süß. Schmeckt echt auch wirklich, also... Das ist sehr, sehr süß. Das ist ein bisschen zu süß für mich. Du bist auch ein süßer Typ. Zu süß mit süß, dann ist... Geht nicht, gell? Diabetes. Ja, so was ist dein Gewinner? Ganz klar. Aber was habe ich dir gesagt? Der hier ist, den müsst ihr probieren. Das ist der Shit. Ich finde Baklava türkisch und bosnisch kann man nicht anders, vergleichen. Kann man nicht vergleichen, sind zwei verschiedene Sachen. Baklava türkisch schmeckt mir brutal, bosnisch schmeckt mir auch richtig gut. Mein Kaffee geht auch klar, der passt auch gut zu diesem ganzen Süßen. Ja, definitiv, ja. Klar. Das ist so Milchkuchen. Mhm. Ja, Milchkuchen. Und? Also wirklich, wenn ich essen gehe und ich diesen Kuchen sehe, dann freust du dich. Dann weiß ich schon, was mein Nachtisch ist. Ich muss gar nicht viel nachdenken. Und das Problem ist dann, wenn du einmal anfängst, diesen Kuchen zu essen, du kannst nicht aufhören. Weil der so lecker ist, der ist so intensiv. Und auch nicht zu süß. Fandest du ihn jetzt süß? Nein. Gar nicht, ne? Der war perfekt. Also nicht dieses süß, 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 dass man keinen Bock mehr hat. Sondern wirklich dieses Perfekte. Der war perfekt. Wirklich. Die Foodtour neigt sich langsam dem Ende. Bist du gut satt, hä? Bruder, ich hab echt gut reingehauen heute. Ich bin auch richtig Narkose. Ja. Sehr, sehr satt, Leute. Und ich muss sagen, das schüttet auch sehr, sehr extrem. Ja. Schon den ganzen Tag. Den ganzen Tag einfach Regen, Regen, Regen. Aber wir haben extra für euch heute nicht aufgegeben. Wir haben nicht aufgegeben. Und haben weitergemacht. Bruder, du bist wirklich ein Naturtalent. Ja. Echt? Dankeschön. Mein bosnischer Kollege. Dankeschön, Dankeschön. Freut mich sehr, dass du mir gestern über den Weg gelaufen bist. Wahnsinn. Das war hier zufällig. Das war genau hier, wo wir gerade stehen. Wir stehen hier gerade an diesem. Genau, aber die haben es ja bestimmt gesehen auf Instagram. Ja, genau. Also die auf Instagram. Genau. Ja. Hat mich sehr gefreut, Bruder. Ja, mich auch. Und bosnisches Essen kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ein Trip nach Sarajevo kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Immer empfehlenswert. Jedem immer. Einzelnen empfehlen. Egal wo du herkommst, egal woher. Kannst du mal kurz kommen, gucken, abchecken. Schöne Geschichte. Okay, Leute, die Sonne geht gleich unter. An der Stelle wünschen wir euch einen angenehmen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.